3 Minuten laufen für dich ab jetzt. Top, die Wette gilt. Hey, ist so cool, dass du das mal sagen kannst. Wahnsinn. Hättest du das übernommen, würde es noch geben? Ja, da war jemand lang. Also 3 Volle Minuten. Konzentration. Und ihr seht, das Wichtigste ist, das Teil muss stehen auf 3 Beinen. Yes, Gott, das ist ein kleineres Ameisen. Es ist wirklich klein. Es ist winzig klein sogar. Und die Schwierigkeit ist, die Nervosität im Griff zu behalten. Wetten, das gibt es ja nicht, aber vielleicht machen wir im Herbst, wer weiß, eine neue Fernsehsendung «Kampf der Uhrmacher», oder? Und schauen, wer am schnellsten das Uhrwerk zusammengesetzt hat. Wie lange noch Zeit? Ich glaube, Minuten und 15 Sekunden. Also, letzte. Ja, nein, ich drücke nicht. Gut. Nein, wir sehen, wir drücken nicht. Wir wollen sehen, ob es schafft in diesen 3 Minuten. Darum drücken wir nicht. James. Schau jetzt. Fast. Ei, ei, Achtung. Auf der Ziellinie. Führen nun an, James. Schlussspurt. Konzentrier dich. James, Achtung. Steht er oder steht er nicht? James, ganz nah. Ei. Die letzten 30 Sekunden. Komm, hast du noch einen Versuch, James. Komm, nochmal volle Konzentration. Das bringst du her. Schweizer Präzisionshandwerk. Ein Uhrmacher, der hier bei den grössten Schweizer Talenten versucht, das winzige Teil, 3 mm gross, auf 3 Fühler abzustellen. Und wir zählen ab, Viola. Wenn Sie die letzten 10? Jetzt. 10, 9, 8, komm James, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1. Hätten wir da, ich hätte gesagt, drücken. Hi, James. Sag ich schnell, was ist gelegen, dass das keine Teile nicht stehen? Ja. Nervosität. Das hast du in der Ausbildung wie manchmal schon gemacht und es hat geklappt in 3 Minuten? Ja, schon ein paar Mal. Es ist so sicher 10, 20 Mal geübt. Und, Du hast uns mitgenommen in deine Welt, in die Welt der Uhrmacher. Ich trage gerne Schweizer Uhr und trage dazu bei, dass die immer schön funktioniert. Also von mir ein Danke für die Demonstration, auch wenn es jetzt halt nicht klappt. Ja. Wie sieht es aus, Monsieur Gress? Das ist Präzisionsarbeit. Ja. Und wenn zum Beispiel im Tennis Roger Federer den Ball, dann muss das Stadion ganz ruhig bleiben. Ja. Und wir haben pauslos geschwätzt, das hat dich doch gestört. Das ist genau, wenn Georges Brégy einen Freistoß schießt. Da steht die Mauer da, da muss ruhig, Konzentration, uns hat gefehlt. Einspruch, Herr Gress. Haben Sie schon mal ein Geisterspiel gesehen im Fußball? Tot langweilig. Es ist niemand im Stadion, den muss man anfeuern. Ja, aber das sind keine 90 Minuten, das sind 3 Minuten gewesen. Da hätten wir still bleiben müssen. Dass er sich voll konzentriert. Fragen Sie mal, ob es denn stimmt, was ich sage. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Verstanden. Also, danke. Ja. Christa. Also, natürlich. Fürs Weiterkommen geht es nicht, aber was ich schätze, es ist was Außergewöhnliches. Und das wollen wir genau. Darum vielen herzlichen Dank für diese Darbietung. Viermal ja. Nein, aber ein riesengroßes Danke, dass du da warst. Merci vielmals. Ja.